Im Alltag und in der Wissenschaft gibt es viele Beispiele für direkt proportionale Verhältnisse. Eine Größe a wird geändert, eine Größe b ändert sich im gleichen Maße. So ist zum Beispiel die Länge einer Feder proportional der Kraft, die auf die Feder einwirkt. Das ist das Hooke'sche Gesetz. Eine Kraft von 0,1 Newton führt zu einer kleinen Auslenkung, eine Kraft von 0,2 Newton führt zu einer doppelt so großen Auslenkung. Wir sagen, die Größe a ist proportional der Größe b. Wir können formulieren, a ist gleich k mal b, k ist die Proportionalitätskonstante. Bei einem direkt proportionalen Verhältnis ist der Quotient a durch b oder b durch a eine Konstante. Wir sprechen von Quotientengleichheit. Wenn wir uns mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegen, zum Beispiel auf dem Fahrrad, ist die zurückgelegte Strecke proportional der Zeit. Auch hier können wir formulieren, die Strecke ist proportional der Zeit, die Strecke ist gleich einer Konstante mal der Zeit und die Strecke durch die Zeit ergibt einen konstanten Quotient. Wenn ein direkt proportionales Verhältnis vorliegt, können wir die sogenannte Dreisatzrechnung anwenden. Wenn ein Pkw mit konstanter Geschwindigkeit fährt und in 2 Stunden 12 Minuten 240 km zurücklegt, wie lange braucht er dann, um 100 km zurückzulegen? Diese Aufgabe ist nach der Dreisatzrechnung zu lösen, denn es liegt ein direkt proportionales Verhältnis vor zwischen Strecke und Zeit. Wir sollen die Zeit für eine Wegstrecke von 100 km berechnen. Wir machen das in zwei Schritten. Wir rechnen zunächst auf 1 Kilometer um und dann auf 100 Kilometer. Wir dividieren also zunächst mit einem Faktor von 240 und multiplizieren dann mit einem Faktor von 100. Diese Faktoren wenden wir auch auf die Zeit an. 132 durch 240 mal 100 gibt 55 Minuten. Man kann den klassischen Dreisatz nur anwenden, wenn ein direkt proportionales Verhältnis vorliegt. Das ist nicht immer der Fall. Wenn wir den Umfang eines Quadrats und den Flächeninhalt eines Quadrates betrachten, so sind diese beiden Größen nicht direkt proportional. Wenn wir den Umfang um den Faktor 2 vergrößern, vergrößern wir die Fläche um den Faktor 4. Das ist kein proportionales Verhältnis. Ein Schema, mit dem man jede Dreisatzrechnung übersichtlich gestalten kann, ist die Vierfeldertafel. Wir haben zwei Spalten mit den Größen a und b und haben zum Beispiel zwei Zeilen, in denen die korrespondierenden Größen nebeneinander stehen. Bei direkt proportionalem Verhältnis gilt Quotientengleichheit. Sowohl nebeneinander stehende Größen haben den gleichen Quotienten, als auch untereinander stehende Größen. Bei einer Dreisatzrechnung ist üblicherweise eine der vier Größen in der Vierfeldertafel unbekannt. Wir markieren sie mit x. Wir können jetzt mehrere Gleichungen formulieren, in denen x vorkommt, die die Quotientengleichheit nutzen. Zum Beispiel a2 durch x ist a1 durch b1 oder a2 durch a1 ist x durch b1. Wir können in der Vierfeldertafel auch die Zeilen oder Spalten beliebig vertauschen. Wir wollen eine Dreisatzaufgabe mit der Vierfeldertafel lösen. Ein Fahrzeug legt in 132 Minuten 240 km zurück. Wie viele Kilometer legt es in 220 Minuten zurück? Wir schreiben zugehörige Größen nebeneinander in die Vierfeldertafel, markieren die unbekannte Größe mit x. Jetzt nutzen wir die Quotientengleichheit nebeneinander stehender Größen, formulieren also 240 durch 132 ist x durch 220, lösen nach x auf und kommen auf 400 Kilometer. Ein Fahrzeug, welches mit konstanter Geschwindigkeit fährt, benötigt für 76 Kilometer 4,56 Liter Kraftstoff. Wie groß ist der Benzinverbrauch auf 100 Kilometer? Wir formulieren unsere Vierfeldertafel. Die Größe a ist der Verbrauch, die Größe b ist die Strecke. Wir setzen die entsprechenden Zahlenwerte ein. Der Verbrauch für 100 Kilometer ist x. Wir nutzen die Quotientengleichheit. a2 durch b2 ist a1 durch b1. Formulieren x durch 100 ist 4,56 durch 76. Lösen nach x auf und erhalten 6 Liter. Die Vierfeldertafel funktioniert bei jeder Art direkt proportionalen Verhältnis, aber sie funktioniert nur beim direkt proportionalen Verhältnis in der Art und Weise.